So, Level 4 kommt jetzt. Wenn wir Ja, so. wie gesagt, sollen wir, kurze Frage, sollen wir das Level richtig spielen oder sollen wir direkt zu dem Raum gehen, wo wir eigentlich hin müssen? Weil du gehst ja erst zu so einer Tür, die geht dann zu, und dann gehst du an den eigentlichen Ort, wo du hin musst. Aber wir gehen einfach direkt dahin, würde ich sagen, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Wenn wir. Wenn das einfacher ich mach ist. Diesen Speedrun-Trick und fahr mit dem Auto durch die Tür. Aber dann skippen wir, glaube ich, zu viel, das ist dann doof zum Anschauen. Ja, also ich sag jetzt mal so: Es kommt mir nur darauf an, dass wir keine Videosequenz überspringen. Weil ich habe ehrlich gesagt die auch noch selber noch nicht, nie gesehen, die will ich auch gerne mal sehen. Okay. Ja, gut, dann gehen wir noch zu dem einen Kontrollraum. Dann müssen wir einfach hier lang. Das reicht in die andere Richtung. Ja, wir sind nämlich Cheater. Die gehen eh alle drauf, die haben eh nichts auf dem Kasten. Hör mal, der war perfekt, Alter, der war perfekt. Boah, ich dachte schon, wir hätten uns beide gleichzeitig gekillt, ey. Das wäre echt super. Wie in alten Zeiten. Jo. Okay, komm, ich hol direkt ein Ausflug. Du steigst am besten dann direkt ein. Werf eine Nate da in diesen Kreis. Wirf, du Spacko. Ich hab, ich hab keine Nate mehr. Ja, dann steig mal ein hier, du. Ja, ich sterbe gleich. Es wird spannend. Und dann noch bei diesem krüppeligen Fahrer, der nichts kann. Ja, gut, du bist eh schon wieder hier aussteigen. Ich hab das vergessen, die kannst du gar nicht. Also eigentlich könnte man wirklich mal so ein paar. Was sehen zusammenkarten von wegen bester Halo-Fahrer EU oder so. Ja, wieso denn nur EU? In Amerika gibt es bestimmt noch schlechtere. Ah, ja, warum jetzt ist keine Magnum-Munition mehr hier. Ja, vielleicht weil wir nur Scheiße gebaut haben. Ich habe halt so überlegt, was haben wir uns früher mal angeschaut? Oder kennst du noch die Activia-Werbung? Nee. Ja, wenn du das siehst, musst du garantiert voll lachen, ey. Das ist so behindert, ne? Oder diese Deutschländer-Werbung, die habe ich auch angetan. Die war echt super cool. Tür gegangen, die verschlossen wäre, und jetzt gehen wir halt direkt zu dem Raum, um die Tür zu öffnen, die eigentlich noch gar nicht verschlossen ist. Aber wir öffnen sie trotzdem schon mal. Das ist so die Erklärung dazu. Verstehe ich nicht. Das ist nicht der Kartenraum. Analyse. Dies ist eine sichere. Genau, das ist die verschlossene Tür. Hauptanlage, die sich woanders auf der Insel befindet. Ich finde, die sehen richtig nice aus. Ach du Kacke, ich habe Höhenangst. Hallo, was machst du? Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich musste gerade mit meiner Mutter reden. Ich sagte, ich habe Höhenangst.
Hast du eigentlich echt Höhenangst? Nein, habe ich nicht. Ja, hast du eigentlich Höhenangst? Weil du warst noch nie auf dem FIFA Tower. Wo denn? Im Moviepark oder wo ist ja, der? Ja. Doch, da war ich drauf. Ich war da jetzt schon viermal drauf und es war so lustig. Beziehungsweise nee, da war ich noch nie drauf, aber ich war auch jetzt einmal im Moviepark. Es war halt so lustig, ne? Ich war halt erst einmal mit Erik und hier heißt er. Mit Erik und Fabi und Tobi war ich halt einmal da. Dann war ich noch einmal mit Fabi, Tobi da und dann war ich halt einmal mit Fabi und Tobi da und einmal mit Fabi, Tobi und Erik. Auf jeden Fall. To make a long story short, Fabi und ich sind halt auf diesen Freefall Tower gegangen und Tobi hat sich halt in die Hose gekackt und ist nicht drauf gegangen und dann hat Tobi das ganze Jahr danach die ganze Zeit darauf gepocht, wieder in den Moviepark zu fahren, um auf diesen Freefall Tower zu gehen. Das ganze Jahr meinte er, wir fahren dieses Jahr in den Moviepark und dann gehe ich diesmal auf den Freefall Tower. Und nächstes Mal sind wir auf die FIFA Tower gegangen und Tobi meinte so, und ich meinte so zu Fabi, meine Güte, also ich fand das echt auch diesmal wieder mega heftig. Und Tobi meinte so ganz cool, so, du weißt ja in seiner Art so. Nee, also ich fand das richtig entspannt, also ich. Das war so geil. Du weißt ja, wie das ist, ne? Irgendwie so. So ja, nee, also ich fand das richtig irgendwie so. Ach so. Oh ne, liegt eine Hit! Bist du tot? Ja, ich bin tot. Ja, das wird jetzt haarig. Ne, ich war nur, wo ich öfter drauf war, im Phantasialand. Dieser, die haben ja, aber der Punkt ist halt. Aber der ist ja drin. Ich hab gehört, im Phantasialand ist es halt verschlossen. So, weißt du, was ich meine? Ja, genau, es ist geschlossen, es ist in so einem Raum. Aber ich wollte halt noch einmal in meinem Leben ins Phantasialand, weil ich war halt schon ungefähr 6-mal im Moviepark und kenne da jede Bahn so wie gut wie mein Opa. Und deswegen wollte ich mal ins Phantasialand. Lass mal gleich hier einen kleinen Trick machen, damit wir das komplette Level eigentlich, also das ganze Skip, wir müssen ja, du musst dir vorstellen, Skippen wir damit auch Sequenzen? Nee. Man müsste eigentlich hier links und skippt dann, muss dann halt komplett runterlaufen. Du siehst ja hier die ganzen Etagen, wenn du hier runter guckst. Ja. Und ich versuche das jetzt einfach ein paar Mal. Es gibt so einen Trick, da kannst du hier runterspringen und landest dann safe auf der Edge da unten. Nein, ich bin auch... geschafft. Nice. Oh Gott, das wäre ich bin einfach hinterher gestolpert. Nach dem Motto, wenn einer von der Brücke springt, springst du mit, oder was? Ja, das hat eigentlich den ganzen Weg nach unten geskippt, das hätte bestimmt so 15 Minuten gedauert. Aber das war echt so geil, ich hab einfach... Sollen wir eigentlich Angriff auf den Kontrollraum diesen Trick machen, dass wir keine Gegner haben, oder sollen wir das Level richtig spielen? Wie, dass wir keine Gegner haben? Es gibt ja einen Trick, da kannst du den kompletten Gegner im Level despawnen. Du läufst halt einfach durch das Level ohne Gegner. Also, mir ist egal. Weiß ich nicht. Aber das Angriff auf den Kontrollraum, ist das nicht das mit diesen ganzen Brutes oder wie auch immer, wie heißen diese Zombie-ähnlichen... Nee, das ist das Schneelevel. Achso, ja gut, da fährt man auch irgendwo nur... Da fahren wir doch die ganze Zeit nur durch, oder? Ja, genau, wenn wir die Gegner despawnen, dann fährst du halt eigentlich nur durchs Level. Eigentlich können wir das wirklich machen, weil man spart halt mega viel Zeit. Du hast einen coolen Trick eingebaut. Ich? Ja, wir. Weißt du, das ist immer, ich schaue hier noch so auf die Map, Jeremy ist schon 400 Meter weiter. Meinst du, weil ich da runtergefallen bin oder was? Naja, ja. Ich
Aber das Witzige ist, ich hab's geschafft, nur ich hab dann halt einfach nicht diesen Trick gemacht mit dem LS drücken. Ja. Achso, nee, der funktioniert da auch nicht, das ist ein Falltimer oder so, aber du musst halt so landen, dass... Ja, du landest mehr oder weniger auf so einer Kante, ja, dass du halt ja den Sturz gleitest. So ja, und du hast das halt in letzter Zeit Tag und Nacht geübt, ne, und deswegen konntest du das jetzt, ne. Och man. Entschuldigung. Naja, aber ab und zu muss man halt auch einfach mal einen Freund opfern. Seht ihr Leute, so ist das immer gelaufen. Ja, eine ganz, ganz bescheidene Idee, ne? Jo. Jetzt bringe ich Würde nicht direkt wieder um. Kommst du denn auf sowas? Ja, das hast du ja ein paar Mal gemacht. Och man! Ja, also, in Halo 1 ist ja das Problem, dass die Nades, die du wirfst, können andere Nades zum Explodieren bringen. Es gab ja gerade wieder so eine Kettenreaktion. Also das Beste war wirklich, wenn ich das sehe, dann erinnere ich mich wieder wirklich dran, wie wir so richtig viele random Explosionen hatten, wo man nie wusste, warum man jetzt gestorben ist. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Lernen, Raketenwerfer aufheben. Gut. Achtung, der Schwertelite. Cool. Versuch's den Trick nochmal. Ja, ich hab auch gerade überlacht. Ja, komm, versuch mal. Vielleicht schaffst du es ja. Ja, jetzt hör auf, so drängend zu lachen. Ja, genau, wir müssen hier hoch übrigens. Das ist falsch. Welches Level ist das jetzt? 4? Ja, das ist das 4. Ja, ab Level 4 regiert langsam, also hier der Wahnsinn. Hinter dir ist ein Gegner. Möchtest du wieder Toastbrot mit Riette haben oder so? Nee, danke. Wenn Hunger, man nimmt ja, es gerade auf. Ja. Entschuldigung. Mach doch schließ dann ab. Ja, ich möchte dich unnötig sagen. Ja, ich bin übrigens schon im Raumschiff, also du könntest jetzt auch mal kommen. Muss ich hoch oder was? Tut mir, ich wurde ein wenig abgelenkt. Ja, hier. Genau, jetzt kommt das fünfte Level. Was denn da? Das ist da eigentlich ein Problem. Ja, wie gesagt, also wie sieht's aus? Willst du das richtig spielen oder nochmal die Gegner skippen? Boah, aber da sind so dermaßen viele Gegner, ne? Das ist nicht mehr normal, ey. Ja, dann lass dich skippen, okay. Ich meine, man könnte auf der anderen Seite auch einfach durchrushen, ne? Ja, aber das dauert schon lange, also ich würde sagen, wir skippen einfach die Gegner. Nur eine Sache, weißt du noch ungefähr, wie das geht? Das war das mit dieser Brücke, weißt du, dass der eine runterspringt und der andere auf den wartet und so. Ja, muss mir halt einfach dann erklären, ne? Ja, also, ich weiß halt auch nicht mehr genau, wie es funktioniert. Wir probieren es einfach aus. Nein! Doch, doch, das wird schon. Das ist nicht so schwer. Ja, man kann ja cutten.